Also, ich bin seit 3 Jahren in Deutschland. Also, ich kam nach Deutschland mit meiner Mutter und meinem Bruder. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, kam ich mit einem Programm von UN. Und habe ich 9 Monate in die Integrationskurs gemacht. Und dann habe ich ein Stipendium gefunden. Und dann habe ich in dieses Stipendium damit die B2 und C1 zusammen lernen. Und dann kann ich weiter studieren. Die Idee zuerst war, weiter studieren. Ja. Und dann habe ich hier in der Universität Hamburg gefragt, ob ich weiter studieren kann. Aber die Probleme waren, ich hatte nicht die ganze Papier mit. Und wurde ich in die erste Semester in die Chemie anfangen. Und das war ein bisschen doof. Und das ist langweilig, wenn eine Person 6 Semester studiert und dann zurück wieder von die erste Semester. Zuerst war es schwer zu verstehen, was der Unterschied zwischen dem Praktikum und der Ausbildung und dem dualen Studium und so weiter. Also, es gibt auch Weiterbildung. Zuerst kann man nicht verstehen, wie kann er weiter studieren oder weiter lernen hier. Dann habe ich mit Bekannten hier getroffen und sie hat mir ein bisschen erzählt über das Dualstudium und die Ausbildung. Und das war ein bisschen neu für mich. Also in einer Zeit kann ich etwas lernen und kann ich Geld verdienen. Dann habe ich mehr in dieses Thema recherchieren, Informationen recherchieren. Und dann habe ich ein bisschen im Internet weiter auch recherchieren. Und dann habe ich auch also mein Bruder hat hier in Deutschland auch Realschule gemacht. Und es gibt viele Informationen von die Schule. Es gibt eine Beratung von die Schule, aber es gibt keine Beratung von die Leute über 18. Und auch habe ich die Informationen auch von meinem Bruder auch genommen. Auch mein Bruder jetzt macht eine Ausbildung bei EDEKA als Bürokaufmann. Und als ich für die Ausbildung angefangen habe, habe ich viele Bewerbungen von vielen Firmen geschickt. Und zuerst habe ich nicht verstanden, wie kann man alleine Bewerbung geschrieben. Deswegen habe ich mit Bekannten geholfen und sie hat mir gefragt und sie hat mir erklärt, wie kann man eine Bewerbung schreiben. Und dann, sie hat mir auch geholfen in die Schreibung von meiner Bewerbung. Und dann habe ich zu 13 oder 10 Firmen meine Bewerbung geschickt. Jede eigene Firma. Und das war zuerst schwer. Warum also schreiben wir viele Bewerbungen? Ja, und sie hatte mir erzählt, jede Firma sollte eine Motivation anzeigen. So sollst du eine Motivation anzeigen. Also als ich meine Ausbildung angefangen habe und meine Ausbildung, sollte ich immer auf die Computer sitzen und als ich auf die deutsche Keyboard gearbeitet habe, das war Katastrophe. Also die ganze Zeichen steht in die andere Platz. Also in unserer Heimat, wir haben ein englisches Keyboard und die Zeichen zum Beispiel die Komma und die Klammer und ja, steht in die andere Platz. Deswegen, als ich meine Ausbildung angefangen habe, frage ich meine Kollegen, wo steht die Komma? Wo steht die Und immer brauche ich die Hilfe, damit finde ich die kleine Sache. Ich habe in meiner Heimat in selbstständig in einer Firma gearbeitet. Und hier in die Autoversand sollten wir mit einem Team zusammenarbeiten. Und ein bisschen, das war ein bisschen schwer.
wenn wir über die neue Kultur und die Arbeit anfangen. Deswegen also habe ich viele Probleme zuerst gemacht. Zuerst habe ich nicht verstanden, wie kann ich zum Beispiel in die Outlook meine Kalender organisieren und wie kann ich die Termine eintragen. Ja, und dann meine Sprichpartner hat mir erzählt, kannst du das so machen? Und dann habe ich, warum mache ich das? Kann ich in ein Papier schreiben und kann ich die ganze Sache zu finden? Und dann nach ein Monat, zwei Monaten, zuerst war es gab nicht mehr Termine, aber nach zwei Monaten, jeden Tag, wir haben sieben, acht Termine und wurde ich die ganze Sache in die Papier schreiben. Und dann habe ich mit meinem Sprichpartner getroffen und er hat gesagt, warum machst du das? Kannst du das einfach in die Kalender? Und die Kalender hat überwacht, wenn du einen Termin hast. Und dann habe ich das gelernt. Wir haben einen Masterplan. Und in dem Masterplan steht viele Lernfelder. Und in die Lernfelder gibt es auch Wahlpflicht und Pflicht. Es gibt bei uns 12 Pflichtfelder. Und sollten wir in diese drei Jahre diese Felder in die Firma machen. Also erste Einsatz habe ich in den Einkaufsbereich gemacht. Die zweite habe ich in die Transinformation Management. Das ist ein bisschen mit dem Management gearbeitet. Und die dritte habe ich in die Business Intelligenz. Und im Business Intelligenz sollten wir in die IT-Bereich zu machen. Es gibt viele hier vertieft mit die IT. Und die vierte habe ich in die Betriebssystem und die Server gemacht. Und das war für mich sehr interessant. Fünfte habe ich in die E-Commerce. Ja, die E-Commerce gemacht. Und da habe ich ein bisschen mit dem Vertrieb gearbeitet. Und jetzt bin ich in die sechste Einsatz und mache ich in Prozessmanagement. Und machen wir die Prozessmodellierung. Und hier auch vertieft mit der IT. Und in die gleiche Zeit mit der Geschäftsführer. Auch Prozessgeschäftsführer. Ja, wir machen jetzt Schulblock. Und in Schulblock machen wir in ein Jahr zwei Schulblock. Das heißt, machen wir zum Beispiel zwei Monate in der Schule und dann gehen wir fünf Monate zu unserer Firma. Und dann zurück wieder nach fünf Monaten von dem zweiten Schulblock. Und bis jetzt habe ich zwei Schulblock gemacht. Was lernen wir in der Schule? Wir haben fünf Fächer. Zuerst haben wir die Wirtschaft, das ist ein Hauptfach. Und die zweite haben wir die Sprache und Kommunikation. Und haben wir auch die Gesellschaft und Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir haben auch die Fach Englisch und wir haben IT-System und Entwicklung. Ja, und wurden wir jetzt, wenn jede Schulblock haben wir Klausuren am Ende. Und sollten wir, also auch genauso wie die Schülerinnen, haben wir ein Notsystem und sollten wir von 1 bis 6 die Not bekommen. Mein Lehrer in der Schule schickt zu mir die Texte für einen Tag, damit ein bisschen die Fachwörter zu finden und übersetzen. Aber zuerst es gab diese Lösung nicht. Deswegen war für mich ein bisschen schwer, die ganze Text in fünf Minuten zu lesen und verstehen. Also jetzt, wenn ich eine Text lese, kann ich verstehen, aber brauche ich ein bisschen Zeit. Nicht genauso wie die deutsche Schüler. Sie können den Text in fünf Minuten lesen und verstehen.
warum habe ich die Informatikkaufmann ausgewählt? Weil ich eine Erfahrung habe. Und wenn eine Person sagt, also ich möchte eine IT machen, aber habe ich keine Erfahrung, kann er nicht schaffen. Und natürlich braucht man hier in Deutschland auch Erfahrung. Deswegen meine Empfehlung von jeder Person, eine Ausbildung anfangen möchte, sollte er ein bisschen eine Praktikum in diesem Beruf machen. Kann man nicht ohne Praktikum hier in Deutschland schaffen. Weil, wie gesagt, also die Probleme, wir haben hier die andere Kultur von der Arbeit, von unserer Heimat. Und sollten wir zuerst die Kultur von der Firma verstehen, deswegen brauchen wir ein Praktikum zuerst. Und bevor meine Ausbildung angefangen habe, habe ich in der Autoversand auch ein Praktikum in den Einkaufsbereich gemacht. Und dieses Praktikum war 3 Wochen, aber habe ich ein bisschen einen Schritt gemacht.